Yo Leute, heute ist es mal wieder soweit, wir reagieren auf ein Streamsnipe-Video von Denex, denn er hat schon in der Season 6 jemanden gestreamsniped. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil es gibt ja keine Sniper und es heißt ja Streamsnipe. Ich werde mir das Video auf jeden Fall jetzt geben, Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung zu Denex. Ich lasse dir ein Like da, lasst auch auf dieses Video ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine Reaction mehr zu verpassen. Wir sind auf dem Weg zu den 50.000, das wäre ein Traum von mir. Und jetzt let's go mit dem Video. Yo, was geht ab, Leute? Denex am Start und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen in einer neuen Folge. Yo, Denex! Das neue Update war da. Wir sind jetzt in der Uhrzeit und ich habe mir überlegt, ich werde nicht mehr der No-Skin sein. Wir, Streamsniper, entwickeln uns ja auch weiter. Und ich werde jetzt ein bisschen eleganter sein. Nämlich, holy moly. Ich werde jetzt der Agent Jonesy. Als professioneller Streamsniper in meinem neuen geilen Outfit habe ich mir wieder hier den Sinex geschnappt. Der ist hier wieder am Skin-Contest machen. Yo, Leute, das neue Update ist ja in Fortnite jetzt da, ein bisschen Uhrzeitmäßig. Wir machen direkt einen Skin-Contest mit dem Thema Uhrzeit und ich will, Thema dass ihr jetzt Uhrzeit. Alle so okay, wie ein Dinosaurier seid. Seid so laut, seid so kraftvoll und dann wird das hier was. Let's go. Ey, was für Dinosaurier? Also ich sehe hier weit und breit keine Dinosaurier. Sniping, ich hab hier jetzt meine Sniper und ich schau mal. Let's go, let's go. Okay. Die sind da am Bewerten. Lass uns mal ein bisschen zuhören, was er so redet, okay? Weil dann müssen wir Denex hat schon gute Ideen, Leute, okay, muss ich hier sagen. Die erste Person, ich finde, die ist jetzt nicht so urzeitmäßig, könnte aber irgendwie so eine Jägerin aus Jurassic Park sein. Also irgendwie passt es ein bisschen. Den besten Skin ever. Ja, mit dem Schlangenrucksack, das passt auf jeden Fall. Lassen wir erstmal durchgehen. Die Wikingerin, finde ich, passt jetzt nicht so. Okay, ich sehe auf jeden Fall, die haben richtig geile Urzeitskins. Lass uns jetzt aber einfach mal eine Warnung machen. Vielleicht wird er denken, das ist ein neuer Bot, weil er kennt sich bestimmt genauso wie ich hier noch gar nicht in der neuen Map aus. Ding ist, die Pfeile hört man auch gar nicht. Indianer oder so auf Bäumen. Die Pfeile sind so leise, man weiß nicht, woher die kommen. Let's go! Warte. Hä? Was ist passiert? Gibt's hier Bots, Leute? Sind hier irgendwie Bots in den Bäumen? Kommen da irgendwie Pfeile raus, das ist Leute? Echt gut gemacht. Bots in den Bäumen, die Pfeile schießen? Hier, bester Skin ever. Spring mal runter, wenn du der Meinung bist, dass hier Bots in den Bäumen sind. Anscheinend sind hier wirklich Bots in den Bäumen, die Pfeile schießen. Wir müssen aufpassen, Leute. Vielleicht sollten wir woanders hin. Ey, er denkt tatsächlich, dass das irgendwelche Bots sind. Ich werde auf jeden Fall jetzt den nächsten Stream snipen. Let's go. Alter, wie nice mit dem Bogen. Leute, es wird schon wieder jemand aus den Bäumen gesniped. Da sind irgendwo Sniper. Irgendwo Indianer in den Bäumen. Ey, ich glaube, ich fühle mich einfach in diesem Uhrzeitthema hier so richtig wohl. Aber, ey, jetzt denkt nicht, dass ich Neandertaler bin oder so, okay? Wir werden jetzt auf jeden Fall weiter beobachten, wenn er gleich irgendwie weg von da möchte, weil die Zone kommt ja langsam, dann werden wir ihn wie so ein richtiger Jäger hinterherlaufen und ihn auch auf dem Weg streamsnipen. Das wird brutal und gefährlich. Okay, Leute, irgendwie sind ja hier Indianer in der neuen Location, deswegen lass uns mal lieber in die Zone gehen, Leute. Vielleicht entkommen wir dann den Indianern. Let's go, Leute. Okay, die sind hier auf dem Weg. Ich bin jetzt hier im Gebüsch. Oh, das ist schwer, jemanden im Lauf zu treffen. Ja, moin, was ist mit ihm los? Leute, schießt da jemand? Denex, was ist mit deinem Aim? Oh, ich muss mich schnell verstecken wie ein Indianer. Hä? Ist da schon wieder jemand Hä? Da liegt Loot. Ist hier jemand gestorben? Okay, ich muss leise sein. Ich schleiche mich hier ein bisschen unter dieser Brücke. Die sind jetzt über mir. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Das heißt, lautlos kann ich nicht mehr sein. Er hat schon eben gerade bemerkt, dass ich irgendwie Schüsse verteile. Das ist mies. Du bist nicht gut vorbereitet als Streamsniper. Vielleicht kann ich mich ein bisschen drunter mischen oder so. Okay, Freunde, ich habe jetzt wieder hier Pfeile gelootet. Das heißt, ich kann mich wieder wie ein Jäger ranpirschen. Okay, da hinten. Ey, das muss ich auch machen. Das muss ich unbedingt auch machen mit einem Bogen. Ey. Oh mein Gott, das ist so eine geile Season. Lass unbedingt ein Like und Abo da nicht vergessen und check mich auch gerne auf Instagram ab. Okay, check Leute, wir sind hier jetzt ab, auf einer Brücke, wir sind nicht mehr irgendwie im Urwald da hinten, das heißt, eigentlich sollten hier jetzt keine Indianer oder sonst irgendwas mit Pfeilen auf uns schießen, das heißt, wir machen jetzt weiter mit dem Skin Contest, let's go. Ich bin jetzt hier hinter dieser Mauer, das heißt, wenn ich schießen möchte, muss ich einfach nur aufstehen. Ich demonstriere es. Ja, let's go. Ganz kurz. Oh, hä? Das war leider nicht getroffen. Du hast einen Pfeil im Gesicht. Was ist passiert, Leute? Ey, der Pfeil und Bogen ist nice. Hä? Zum Stream-Snipen ist er nice. Durch, Leute. Was ist passiert? Von wo? Hier sind doch gar keine Bäume. Wer hat aber ich finde es schade, geschossen? Dass die Sniper und weg ist, seit Leute. Seit wann sind überhaupt in der Uhrzeit hier Taxis am Start, Leute? Das passt doch gar nicht. Was ist denn hier los heute? Kann doch nicht sein. So, zeigt aber jetzt mal eure Tänze. Ich will jetzt Uhrzeit-Tänze sehen. Let's go, Leute. Okay, das war wieder richtig knapp. Ey, ich bin einfach so ein guter Jäger hier in meinem schicken, no-skinhaften Anzug. Aber wir gucken weiter, wie er jetzt bewertet. Ich glaube, ich habe gleich eine Idee, was ich machen könnte.
könnte. Okay, Leute, wir bewerten jetzt gespannt. Auf jeden Fall der Schrei vom Monster. Richtig nice. Was hast du zu bieten? Okay, das gab's Burger in der Urzeit? Ich glaube nicht. Hühner gab's auf jeden Fall in der Urzeit. Das ist ein sehr guter Tanz. Ich würde sagen, du bist leider raus. Tut mir leid, Mann, aber dein Tanz passt nicht so zum Thema. War nett mit dir. Oh, er ist runtergesprungen. Gut gemacht. Der ist tot, Leute. Okay, okay, jetzt zeige ich euch meinen Plan, Freunde. Ich schieße jetzt und verstecke mich dann in der Mülltonne. Hey, Bro, was ist das für ein Plan, Bro? Hey Leute, hat jemand geschossen da hinten? Ich gehe mal nachschauen. Hat hier jemand geschossen? Leute, das kann doch nicht sein. Was ist denn hier heute los? Ist kein guter Plan. Kein guter Plan. Von wo hat jemand geschossen, Leute? Egal, komm. Uga, Buga, 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 Buga. Oh mein Gott, ey, oh Digga. Was sagt der Uga, Buga, Buga, oder was? Nein! Mission failed. Ey, was soll denn das jetzt, Teilnehmer? Ich war doch der Streamer. Er hat's nicht geschafft. Das war nicht getötet? Der Next. Was soll denn das? Ey, oh mein Gott, das war eben gerade richtig der Fail. Aber dadurch, dass alle einfach in Schock waren, ist ein Chaos entbrochen und die haben sich gegenseitig gekillt. Ey, oh mein Gott, war das eine knappe Sache. Der Streamer wurde mein Gott, fast gefailed an dieser Stelle. Und ey, ich habe meinen Job einfach gut gemacht. Es war schwer, aber wir waren erfolgreich. Digga, wir wurden einfach getötet, obwohl ich der Streamer bin. Was habt ihr gemacht, Teilnehmer, Mann? Ich wollte doch nur einen geilen Skin-Contest machen, Mann. Es kann nicht sein, Leute. Meine Fresse. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die nächste Runde. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier in der nächsten Runde. Oh, er hat sich mit eingemischt. Ganz oben auf dem Turm unseren weiteren Skin-Contest. Ich habe mich jetzt dazu gemogelt. Ey, ich hoffe, das ist nicht auffällig. Ja, ich hoffe, es geht. Wird das nicht irgendwie checken oder sonst was. Aber wir müssen mal zuhören, was er so redet. Jo, Leute, wir wurden gerade gestreamsniped. Dann ist auch noch meine Kamera kaputt gegangen. Jetzt musste ich eine Ersatzkamera nehmen. Kaputt und es gegangen? Ist einfach nervig, dass wir gestreamt werden. Wenn wir jetzt gestreamsniped werden, raste ich wirklich übelst aus, Leute. Wir wurden eben von Agent Jonesy gestreamsniped, Leute. Aber ja, Agent Jonesy ist doch da. Wild aus? Ist das nicht... Hat der nicht gerade eben gestreamsniped? Agent Jonesy? Oh mein Gott, nein, Digga. Er hat nicht wirklich... Och, nee. Wow. Meine Fresse, Digga. Oh mein Gott, er hat die Kamera geboxt. Ey, was ist da gerade passiert? Ey, das war wirklich richtig knapp gerade. Ich habe wirklich im letzten Moment es noch geschafft, wirklich alle zu streamsnipen. Letzte Runde. Hä, die Kamera ist auf den Boden geflogen. Ich habe jetzt wirklich jeden erwischt. Selbst den Streamer. Ey, das war die heftigste Rache, die ich nur machen konnte. No Skins Anti-Macht und professionelle No Skins Anti-Macht, denn wir sind hier zum Anzug. So ein Ding ist das. Ey, Leute, ich könnte ausrasten. Alter. Die Ersatzkamera bestimmt auch noch kaputt gemacht, Digga. Könnte wirklich ausrasten, Digga. Geht die noch, Junge? Immer einfach Kamera runtergeboxt. Wie lost kann man sein? Geht die noch? Ey, die geht noch, Digga. Aber wirklich dieses scheiß Stream-Sniper, Leute. Das kann nicht sein. Und dieser Agent Jonesy. Ich glaube, das ist sogar No Skin. Danex hat der neuen Skin oder was? Warum werden wir immer gestream-sniped, Mann? Freunde, ihr seht, wir waren mal wieder erfolgreich. Es hat extrem Spaß gemacht. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Hey, es war nice. Los geht's an die Macht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Danex. Haut rein. Ich muss sagen, das war ein nice Streamsnap-Video. Checkt auf jeden Fall Danex ab und liked dieses Video, wenn ihr mehr Streamsnap-Reactions sehen wollt. Lasst ein Abo da und wir sehen uns morgen um 15 Uhr wieder. Kuss geht raus, euer Flakes. Ciao.